Und damit herzlich zurück bei War Thunder im Bereich der Panzer. Und wir werden uns den Ausbildungskurs mal weiter angucken, nachdem wir gestern ein bisschen gekämpft haben. Wir haben in der Zwischenzeit den Flakpanzer 1 freigeschaltet. Ziemlich witzig, wenn man mit dem Ding fährt. Den Panzer 35T haben wir jetzt noch gar nicht getestet eigentlich. Und den Panzer 3E, der zum Start ganz gut ist. Und das Ganze machen wir nach dem Intro. So, und jetzt gehen wir mal in den Ausbildungskurs. Panzer, war das hier Panzergrundschütze, Bedienung des Hauptgeschützes. Und wir werden mal gucken, was er für uns zu liefern hat. Dieser Kurs behandelt die Kämpfe, okay. Willkommen zum schönen Teil des Panzerkampf-Tutorials. Drücken Sie eine beliebige Schaltfläche, um fortzufahren. So, komm, dann fahren wir erstmal in unsere Schützenposition. Okay. Wow. Ausgezeichnet. Ziehen Sie jetzt auf den anderen in der Nähe stehenden Panzer. Dieser feindliche Panzer besitzt eine sehr starke Panzerung, die von Ihren aktuellen Geschossen nicht durchdrungen werden kann. Dies wird angezeigt, indem Sie mit der Maus über eine Position auf dem Panzer fahren und die Zielerfassungsanzeige rot leuchtet. Schießen Sie ein paar Mal auf den Panzer. Wie man sehen kann, ist das Ziel gut geschützt. Hauptkerngeschosse, APCR, helfen in der Regel bei der Bekämpfung von schwer gepanzerten Zielen. Ah, guck mal, das Geschosssymbol zeigt die zwei wichtigsten Werte an Wirkung nach Durchschlag und Durchschlagleistung. Alles klar. Wirkung nach Durchschlag. Ah, okay, das Effekt. Schwarz und Weiß für Schaden durch Scharpnelle, Bunt für Schaden durch Explosion. Explosive Geschosse fügen mehr Schaden hinzu, wenn sie denn durchkommen. Hartkerngeschosse, okay. Schalten Sie diese Munitionsarten. Das war wohl nichts. Sie haben auf Hartkerngeschosse APCR gewechselt. Diese Geschosse können beinahe jede Panzerung durchschlagen, richten allerdings weniger Schadenswirkung an. Damit können Sie nun beispielsweise auf die Munitionsreserven des Zielpanzers schießen. Ja, Treffer!
Ah, okay, umladen nur klar, wenn man mit der ersten Munition nicht weiterkommt. Das kriegen wir hin. Was ist das hier überhaupt für ein Panzer? Irgendwas Größeres. Der sieht cool aus. So, okay. Dann haben wir hier vorne die nächste Position erreicht. Geschosse folgen einer parabolischen Flugbahn, wenn sie von weiter Entfernung abgefeuert werden. Ja, richtig. Gut, das kriege ich auch hin. Wechseln Sie zur Richtschützenansicht, um eine Be Die Flugbahn des abgefeuerten Geschosses folgt einer ballistischen Kurve und Ihr Fadenkreuz gibt an, wohin das Geschütz zielt. Wenn Sie mittels dieses Fadenkreuzes auf ein entferntes Ziel feuern, wird das Geschoss sein Ziel nicht erreichen und vorher aufschlagen. Okay, sind das die Dinger hier um? Ja, das ist klar. Oh, jetzt machen wir das Video noch mal oder wie? Ah, okay, der Scharfschützenmodus. Geschosses folgt einer ballistischen Kurve und Ihr Fadenkreuz gibt an, wohin das Geschütz zielt. Wenn Sie mittels dieses Fadenkreuzes auf ein entferntes Ziel feuern, wird das Geschoss sein Ziel nicht erreichen und vorher aufschlagen. Okay, jetzt bin ich gerade anscheinend zu blöd, um. Sind das hier überhaupt meine Ziele? Ich hätte jetzt gesagt, das ist das Ziel. Mal gucken, was passiert, wenn ich schieße. Jetzt bin ich da oben eingeschlagen. Ah, okay. Der wird gar nicht. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass der grün wird. Sehr schön. Mission erfolgreich abgeschlossen. Bedienung des Hauptgeschützes. Uhu. So, Ausbildungskurs Jäger. Ich bin gespannt. Ah, das hat was mit Flugzeugen zu tun. Da gucken wir dann beim nächsten Mal rein. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine kleine Schlacht und schauen mal, dass wir noch mal ein bisschen vorwärts kommen hier. In Vorherrschaft kämpfen die Teams um die Kontrolle, jawohl. Ich nehme aber trotzdem den Panzer hier.
die Karten sind hier schon richtig geil gemacht, ne? So, dem Radpanzer haben wir einen verplättet, das sieht schon mal gut aus. Sieht doch gut aus, ja? So langsam, aber sicher kriege ich das Spiel hier unter Kontrolle, würde ich sagen. Ah, okay. Jetzt mal ohne Scheiß, hier kann ich jetzt auf den Bomber hier wechseln. Die Luftschlacht startet in 14 Sekunden. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, das ist doch mal geil. Stimmt ja, hier war irgendwas. So, damit haben wir auch das erste Mal Luftunterstützung gespielt. So, wo ist der Panzer hier vorne? Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ah, Käse. Den habe ich ja super hingekriegt. Aber das Problem ist nämlich, wenn man Luftschlacht hier spielt, dann ist man in dem Moment natürlich furchtbar angreifbar. Sagen, komm raus. Läuft. Läuft. Ey, besser als gedacht. Ah, eine Belohnung für deinen ersten Schritt im Spiel, weil ich die erste Schlacht oder den ersten Luftkampf gemacht habe, oder wie? Ja, Siegprämie. Läuft. Wir sind dabei, diesen leichten Panzer zu erforschen. Wir haben das hier abgeschossen. Richtig nice, hm? So, neuer Motor ist natürlich geil. Einschießen haben wir schon.
Sperrfeuer anfordern. Das finde ich zum Beispiel richtig gut. Und das werden wir jetzt auch machen. Und dann ja, 4 Punkte noch verfügbar. Da gehen wir natürlich auf den neuen Motor. Luftschlachten versuchen. Nein, im Moment noch nicht. Ja, aber das sieht geil aus hier hinten. Hä? Diese richtig modernen Panzer. Oh, dann versuchen wir unser Glück doch gleich nochmal im nächsten Kampf. Schön, wie die eigenen Leute von hinten auf einen schießen, ne? Okay, die Palme hat nicht nachgegeben. Das kann ja jetzt nicht richtig sein, dass man hier runterfällt, oder? Ich hätte jetzt auch gesagt, man fährt hier über die Brücke und dann... Jetzt wollen wir mal gucken, ob das mit der Artillerie hier so funktioniert, wie ich mir denke. Jetzt machen wir die Flankenbewegung hier hin. So, Fahrer und Schütze ausgefallen, ne? So viel zum Thema, wir machen mal eine kurze Flankenbewegung, um zu helfen. Verstanden, bestätige Koordinaten.
schön. Ich habe mich festgefahren im Wasser. So, jetzt haben wir hier echt Fails gerade geliefert. So, das klappt in der Runde ja mal so überhaupt nicht. So, das hat am Ende dann doch noch gut geklappt. Die sehen auch geil aus, diese Düsenflieger. Flieger, die sind von Schweden. Uiuiui. So, am Ende hat es doch noch ganz gut hingehauen. 50.000 Credits, erste Schritte im Spiel, erste Siege. Und wir haben fast den SD Kfz 221. Sehr gut. Dann hätten wir den ersten Radpanzer. Alle Modifikatoren auf dieser Ebene wurden erforscht. Schön. Also wir können den Motor kaufen. Verstärkungen. Jetzt forschen wir aber noch nach der Munition hier, ne? Für die Teilnahme an Schlachten erhält die Besatzung Erfahrungspunkte, die zur Verbesserung der Fähigkeiten im Umgang mit Fahrzeugen ausgegeben werden können. Wähle eine Besatzung aus, um mehr über die Besatzung zu erfahren. Das machen wir doch. Unverteilte Erfahrungspunkte. Okay. Und für gleichen Fahrzeugtyp. Okay, super. Ja, das läuft doch. Anwenden. Upi. Würde ich doch mal sagen, das hier läuft im Moment richtig, richtig gut. In der Forschung für das Heer haben wir den hier fast erforscht. Und dann können wir bald auf den Panzer 3F sparen. Und dann ist der Baum an der Stelle eigentlich schon beendet. Also hier geht es da nicht weiter und dann steigt man da unten wieder ein. Ausführung J. Hm. Ah, guck mal, hier kommen die Panzerjäger dann, die Kamax und so. Da freue ich mich schon richtig drauf. Der Waffenträger. Sehr schön. Da sind die Stuck, die Sturmgeschütze, Jagdpanzer, ja. Ostwind, wow. Flugabwehr, also ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommt. Im Moment ist einfach funny und wir wuseln uns so langsam aber sicher in das Spiel rein. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.